Hallo und herzlich willkommen im Keller zu einem kleinen Dankeschön-Video. Hab überraschend Post bekommen und bin ziemlich begeistert. Ist schon ein Weilchen her. Post kam am Dienstag, jetzt haben wir gerade Mittwoch. Ja, glaube ich zumindest. Urlaub haben ist extrem verwirrend und ich komme da irgendwie was durcheinander. Hab im Urlaub fast mehr Stress, als wenn ich nicht Urlaub habe. Das ist ja, wobei, das ist glaube ich oft so. Und auf diesem Wege möchte ich ganz herzlich Dankeschön sagen für den Inhalt dieser Tasche. Die zeige ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer. Hab schon alles ausgepackt, war zu neugierig. Das liegt hier jetzt auch schon ein Weilchen rum. Bin noch nicht dazu gekommen, ein entsprechendes Video dann zu machen, aber das machen wir jetzt natürlich jetzt. Und da ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt du oder sie sagen soll, riskiere es jetzt einfach mal du zu sagen und danke dir ganz herzlich, weil wenn ich sowas Tolles geschenkt bekomme, dann ist das, finde ich, Grund genug für ein Du. Und ich hoffe, das ist in Ordnung und ist jetzt keine sehr, sehr, sehr anmaßende Anmaßung von mir. Und ja, wie gesagt, ich habe schon alles ausgepackt und es ist echt großartig, wie aufmerksam das vor allen Dingen ist, was du mir da geschenkt hast, weil das ja teilweise wirklich Sachen sind, die ich schmerzlich vermisst habe quasi und hatte ja auch, glaube ich, sogar das eine oder andere Mal in diversen Videos erwähnt, dass mir das mal fehlt, aber jetzt weiß ich es nicht mehr genau, aber gehen wir's mal durch und schon mal wirklich vorab, also ich bin begeistert, das ist ganz toll. Tütchen Kienspan. Hervorragender Kienspan, schön toll duftender Kienspan und ja, wie testet man am besten Kienspan? Man zündet ihn an. Ich habe hier meine Kellerkerze, die seht ihr jetzt gerade nicht, aber die ist trotzdem da. Jetzt hat. Ja. Also, es handelt sich offensichtlich um sehr gut brennbaren, hervorragenden Kienspan. Ist gar nicht so einfach, Kienspan anzuzünden, wenn man ihn wirklich als Kienspan, also als Span, verwendet. Das ist ja die ursprüngliche historische Verwendung von den Dingern. Die waren billiger als Kerzen, auf gut Deutsch. Und man hat die dann einfach quasi im Hause angezündet, wenn man mal im Hause was sehen wollte. Gerade mittelalterliche Häuser waren ja oft sehr, sehr mies beleuchtet. Fenster waren auch nur Löcher in der Mauer. Man hat ja, ja klar, wenn man den so hebt, dann geht er aus. Man hat ja nur quasi Lappen oder Bretter oder ähnliches vor den Fenstern gehabt, um die quasi gegen Kälte zu isolieren. Deshalb, wenn du ein Haus gebaut hast mit vielen Fenstern, ein helles Haus, dann war es arschkalt. Demzufolge sollte man sich dreimal überlegen, ob man im Mittelalter dann viele Fenster einbaut. Und deshalb war es dunkel und Kerze war teuer, also hat man Kienspan genommen. Das ist so die Lichtquelle des Mittelalters. So die Hauptanwendung, so mengenmäßig, wozu so ein Kienspan ursprünglich mal gut gewesen ist. Natürlich war der dann halt nochmal ein bisschen feiner als jetzt hier dieser vergleichsweise noch dicke, aber die sind alle auch wirklich toll geschnitten und ich weiß nicht, ob das selber gemacht ist, aber tipptopp und super und ich freue mich enorm, weil mein Kienspan-Vorrat ist echt nicht groß, gar nicht. Ich muss da immer sehr sparsam sein und mir dreimal überlegen, ob ich ein Stückchen Kienspan verwende. Find bei mir einfach nie welchen. Ich habe noch nie einen Kienspan bei mir im Wald gefunden, also hier vor Ort. Andernorts, ja, da schon mal ein bisschen was, aber das ist halt auch immer relativ schnell weg, weil man hantiert dann halt gerne damit, man spielt da auch gerne ein bisschen rum und weg ist er. Und jetzt habe ich wieder Vorrat. Also das ist toll. Das kann ich hervorragend gebrauchen. Und sage Dankeschön. Sage ich noch mehrfach. So, dann will ich ja morgen auf den Westweg. Und es kommt quasi wie gerufen. Das ist perfekt. Ich wollte eben noch einkaufen gehen. Dann ist mir eingefallen, ja Moment. Du musst ja quasi fast nichts mehr einkaufen. Mir fehlt nur noch Schokolade. Aber das heißt jetzt nicht, dass man mir Schokolade schicken muss. Habe ja normalerweise auch einen gewissen Vorrat da hinten im Regal. Aber ich habe noch die gute Schweizer Armee-Schokolade und die möchte ich mir gern für Schweden aufheben. Ja, ich weiß, da kommt man auch dran. Die ist nicht so exklusiv, wie ich mir einbilde, dass sie das ist. Aber trotzdem möchte ich mir die für Schweden aufheben. Die habe ich ja auch von einer lieben Person geschenkt bekommen. Und da bedeutet mir die halt noch mehr. Und dann wird die in Schweden mitgenommen. Und ich gehe mir jetzt noch welche kaufen. Aber das nur am Rande. Aber was ich zum Beispiel nicht brauche, sind Suppen. Und Suppen sind ja quasi perfekt, gerade wenn es so schweinekalt ist draußen, werde ich mir mittags sicherlich irgendwie gerne was Heißes zu
Trinken in Anführungszeichen zu essen zubereiten. Und ja, so eine Ein-Tassen-Suppe, da ist noch, glaube ich, irgendwo noch eine gewesen. Ah ja, das ist natürlich perfekt. Und ich muss auch sagen, ich mag die Knorrsuppen erheblich lieber als die der Konkurrenz. Man will ja hier jetzt nicht mit einem Markennamen um sich schmeißen. Aber das ist super, das kommt wirklich wie gerufen. Ich hatte doch nicht verraten, dass ich auf den Westweg will. Glaub nicht. Also toll, doch, super. Ebenfalls sehr lecker sowas hier. Und die Sorte mag ich auch wirklich, wirklich, also das ist nicht gelogen, merke ich wirklich fast noch am liebsten. Also ist eine der nicht so viel Gemüse drin, das ist immer gut. Also vielen herzlichen Dank auch dafür. Nehme ich alles mit, wird verzehrt, hoffe ich mal. Also wenn ich jetzt feststelle, dass ich zu viel Futter dabei habe, dann halt nicht, aber sonst schon. Und Highlight, also eins der Highlights, also es sind ja verschiedene tolle Highlights da drin. Die Tasche selber ist ja auch noch optimal, aber auch, also ich stehe ja wahnsinnig auf dieses Beef Jerky Zeug da und gerade eben auch dieses Jack Links ist meine Lieblingssorte. Ich habe inzwischen auch noch andere Sorten durchprobiert und muss sagen, mir schmecken die hier wirklich am besten. Das ist perfekt. Also das ist wirklich optimal. Wenn mir mal die Motivation jetzt ausgehen sollte auf dem Westweg, dann Motivation in Tüten. Ich esse das Zeug privat, auch, also wenn ich nicht auf Tour bin, auch extra nicht. Versuche mir extra zu verkneifen, dass ich es dann futtere, weil ich will mir das wirklich so als super Spezialmotivationsnahrung für Touren eben aufheben, wenn es da an der Motivation ein bisschen mangelt. Und perfekt. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, mir noch welches mitzunehmen. Also demzufolge. Gummibänder kann man immer brauchen, vielleicht, ist inzwischen auch hochgeladen, muss es nur freischalten, ist ein Video, wo ich einen Rucksack packe, jetzt für die Tour, und ich habe an sämtlichen Sachen, die zusammengerollt bleiben sollen, also Planrolle, Elefantenhautrolle, Isomattenrolle und so weiter und so fort, habe ich jeweils mit einem Gummi fixiert. Ich musste ein bisschen suchen, ob ich noch genug Gummis habe und jetzt habe ich definitiv auch wieder genug Gummis. Also kommt in den entsprechenden Vorrat direkt dazu. Perfekt. Kann ich immer brauchen. Gummibänder kann man nie genug haben. Dann ebenfalls was man nie genug haben kann und wovon ich wirklich nur ganz wenige habe und auch nichts Tolles. Zum Beispiel, ich zeig mal, was ich habe. Also das hier ist noch einer meiner besten Karabiner und der geht auch schon relativ leicht auf. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht verliert, was dran ist. Außerdem ist mir der immer ein bisschen klobig. Für kleine Sachen brauche ich ja nicht einen riesen Karabiner. Ich habe noch ein paar so kleinere, aber die sind dann auch nicht wirklich stabiler, vorsichtig ausgedrückt. Und jetzt habe ich hier einen Ringkarabiner. Den finde ich besonders schön, weil den kann man sich ja wirklich einfach mal provisorisch an die Hose machen, dass man den einfach grundsätzlich dabei hat. Und wenn man mal einem einfällt, oh, jetzt könnte ich mir das ja mal schnell theoretisch per Karabiner an der Hose befestigen, irgendwelche kleinen Ausrüstungsgegenstände, hat man dann gleich einen. Außerdem so einen schönen hier. Die sind natürlich auch super für irgendwelche Schlüsselbundprojekte. Ich habe ja neulich noch überlegt, ob ich meinen Schlüsselbund nicht noch ein bisschen mehr zum Survival-Schlüsselbund ausbauen soll. Der hat ja jetzt schon ein paar Funktionen. Also einmal Licht, ja, und so ein Kätzelchen mit was drin. Da gab es im letzten Dankeschön-Video zu sehen und einem Feuerzeug. Und das war's dann aber. Also vielleicht könnte ich mir noch irgendwie was dranhängen und dann bräuchte ich aber wirklich noch irgendwelche Karabiner und ähnliche Optionen, damit das nicht alles ganz so unübersichtlich am Schlüsselring dranhängt. Und, überlegen, kann ich hervorragend brauchen. Das ist übrigens jeweils in doppelter Ausführung vorhanden. Auch übrigens vielen herzlichen Dank für die ganze Verpackung in diesen ganzen kleinen tollen Tütchen. Ich habe davon auch nicht so viele und die kann man natürlich auch immer brauchen. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich mag Kleinigkeiten. Und auch ganz toll, mein bisher einziger Karabiner mit Sicherung. Also so geht er natürlich nicht auf und wenn man das dann entsprechend runterschraubt, dann erst geht er auf. Das ist auch ganz toll. Der ist zwar jetzt nicht zum Klettern explizit geeignet, aber einfach um mal ein bisschen was Größeres irgendwo zu fixieren. Ich hänge mir den direkt nachher an den Rucksack. Wenn mir unterwegs irgendwas einfällt, was wirklich ums Verreck nicht mehr reinpasst oder ich mir noch ein Brot kaufe oder was, man kann sich da im Prinzip eine stinknormale Einkaufstüte mit noch an den Rucksack befestigen oder ähnliches. Und da ist so ein Karabiner sicherlich extrem praktisch. Also vielen Dank und das hatte ich auch echt noch nicht.
Jetzt liegt er da, wo er hingehört. Was haben wir denn noch? Auch was ganz, 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 ganz Cooles ist das hier. Das sind so, ja, Rasierklingen, die auf einer Seite einen Griff haben. Sehen dann so aus. Und da muss ich sagen, also auch vielen herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit, weil da bin ich mir sicher, dass ich gesagt habe, dass ich sowas ja nur überhaupt nicht habe und auch keine Ahnung, wo man das herbekommt und total begeistert bin über so eine verdammte Rasierklinge mit Griff. Das war bei dem Fischdosen-Video, glaube ich, mit diesem Survival-Kit in der Fischdose. Und ja, jetzt habe ich davon, ich glaube, drei Stück. Jawohl. Perfekt. Super, also ich weiß auch gar nicht, also ja, dann habe ich sogar Reserve. Das eine Ding, was da in diesem Fischdosenteil drin war, das habe ich inzwischen unter Mut. Man weiß ja nie, ne? Und ja, sollte das mal stumpf sein, so eine Rasierklinge hält ja nicht ewig, wenn ich da wirklich mal irgendwie anfange, Schnitzarbeiten oder ähnliches mitzumachen, dann habe ich jetzt sogar Reserve. Also ich bin begeistert. Ich habe bei mir immer noch nicht so wirklich Ahnung, wo man die herkriegt. Wobei, es haben ja schon ein paar Leute kommentiert, also ich will jetzt nicht hier die Kommentatoren schlecht reden, dass man sowas wohl im Haushaltswarenfachgeschäft oder ähnlichem bekommt, weil das Ceranfeldkratzer wären. Also dass man die auch für den Zwecke verwenden kann, für irgendwelche Ceranfeldkratzaktionen. Wobei ich glaube, die hier sind jetzt doch eher für irgendwelche Rasiermaßnahmen gedacht, habe ich das Gefühl. Also anhand dessen, dass hier dieser Mann nicht so aussieht, als würde er gleich sein Ceranfeld kratzen wollen. So, habe ich jetzt was? Oh ja, richtig. Dann waren da noch ein Haufen so Alkoholtüchlein dabei. Das ist natürlich auch super. Ich glaube, ich habe mir auch mal erwähnt, dass ich davon gar nicht so viele habe und die entsprechend wertvoll für mich sind. Bilde ich mir echt ein, dass ich das mal wahrscheinlich gesagt haben könnte. Ich habe mir zwar inzwischen auch noch ein paar besorgt, aber man kann da echt nicht genug von haben. Und das ist wirklich toll und da freue ich mich trotzdem ganz außerordentlich drüber. Ich habe jetzt auch angefangen, meinen Computerbildschirm, mein Handy und so weiter und so fort auch mit diesen Dingern sauber zu machen. Funktioniert übrigens auch toll. So eine zivile Anwendung für diejenigen, die das tatsächlich noch nicht wussten. Aber wahrscheinlich bin ich der Einzige in der Bundesrepublik, der das noch nicht wusste. Und jetzt kommt's. Vom hochheiligen Hochhighlight nochmal die Tasche hier. Und das ist jetzt auch wieder sowas. Das ist quasi ein auf Ben zugeschnittenes, ja, kleines Geschenk, weil mit sowas kann ich extrem viel anfangen, weil das nämlich wirklich mein Problem mit dem Bundeswehrkoppel zu großen Teilen löst. Im Prinzip finde ich den ja super, ne? Man kann sich da einfach so eine Tasche, quasi bessere Hüfttasche an die Hüfte und für Kleinkram, wenn man jetzt nicht keinen Rucksack mitschleppen möchte im Wald und nur ein bisschen was mitnehmen und vielleicht nur so eine kleine Wasserflasche, da hinten stehen sie, da. Das reicht ja für einen kleinen Waldspaziergang oder was, halber Liter zu trinken. Dann nehme ich halt zwei so Flaschen mit, nachher einen ganzen Liter zu trinken. Problem gelöst. Das Problem ist nur, ich muss für sowas immer noch einen Rucksack mitschleppen, weil ich einfach keine wirklich mir gefallende Gürteltasche habe. Ich habe da jetzt neuerdings so eine ABC-Schutz-Umhängetasche von der Bundeswehr. Die ist auch ganz lustig, aber so Umhängetaschen sind einfach nicht so meins. Die hat, glaube ich, 3 € gekostet oder was, deshalb habe ich eine. Aber woran hat es gescheitert, dass ich bisher nicht mit der Koppeltasche losgerannt bin und einfach mit dem Koppelding, das mir um den Bauch geschnallt habe? Die ist in Flecktarn. Was ist das Ding hier nicht? Nicht in Flecktarn! Heißt, Ben kann künftig für kleinere Waldunterfangen für einfach mal eine Runde spazieren gehen und vielleicht noch eine Kleinigkeit über dem Feuer irgendwo warm machen oder mit dem Hobokocher oder auch mal mit dem Essbettwürfelchen oder ähnlichem, wo man nur so ein bisschen Ausrüstung braucht. Dann noch eine Tasse dazu, ein bisschen Wasser, eben vielleicht noch ein paar Trekkingkekse, irgendwie sowas in der Richtung. Und das passt da ja alles problemlos rein. Da bin ich jetzt sehr begeistert, dass ich jetzt auch so eine Tasche habe, die man da einfach auch mitnehmen kann. Und toll. Also, Rückseite sieht folgendermaßen aus und verschlossen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, um was für eine Tasche sich das hier handelt. Ich hatte auch keine Ahnung, dass es sowas gibt. Die hat so einen rundum glücklich Klettverschluss. Und also das funktioniert prima. Die kriegt man dann auch wirklich ganz toll zu. Jawohl. Und also die ist mir extrem sympathisch, die Tasche. Oh, und sie hat innen sogar noch so ein bisschen Unterteilung. Hier noch so ein Fach.
Da noch so ein Fach. Ich bin begeistert. Das wird mit Sicherheit jetzt meine Standard kleine Waldunterfangen-Tasche, wenn es jetzt nichts Großes ist. Und jetzt noch ganz, ganz, ganz was Tolles. Tada! Und das ist noch toller, weil ich habe keinen mehr. Das ist die entsprechende Packung dazu. Und ich muss gestehen, den Jura kannte ich noch nicht. Und der ist wohl von der Isle of Jura. Wirklich noch nie gehört. Also kann sein, dass ich die auf der Landkarte mal irgendwo gelesen habe. Also man muss ja auch zugeben, wenn man mal was nicht weiß. Das macht ja aber überhaupt nichts, weil dann probiere ich den umso gerne. Ich hatte, die letzte Flasche, die ich hatte, war ein Talisker. Also der Hauswhisky von der Isle of Skye. Ich glaube, die haben sogar mehrere. Aber der am weitesten verbreitetste quasi. Den kriegt man notfalls sogar in Deutschland. Muss man noch nicht mal unbedingt nach Schottland fahren. Ja gut, man kriegt jeden Whisky notfalls in Deutschland, wenn man wirklich will, aber ja. Wenn man sich einen aus Schottland mitbringt, und das war mein Talisker, den ich da noch hatte, ist das natürlich auch immer was Besonderes. Und so ein Whisky, da gehört auch immer noch irgendwie so eine gewisse Geschichte dazu. Und das habe ich in diesem Fall ja jetzt auch natürlich, wenn ich den schon geschenkt bekommen habe. Und ich bin begeistert, werde den auch gleich verköstigen, aber muss vorher noch ein bisschen klug scheißen. Also ich habe jetzt natürlich schon mal die Packung durchgelesen und da steht es auch nochmal drauf, aber ich wusste schon vorher, dass dieses Symbol hier keinesfalls irgendwas mit Frauen zu tun hat, falls das jemand denken sollte, sondern das ist ein Ankh. Das ist ein ägyptisches Glücksbringer-Symbol und ich weiß sogar so ungefähr, wo das herkommt, weil ich mich mit Ägyptologie auch schon ein bisschen beschäftigt habe. Vorsicht, ja, nur so ungefähr. Ich bin jetzt kein Ägyptologe und das ist lange her und ich habe es auch jetzt gar nicht nachgelesen und es ist nur, was mir spontan einfällt. Und zwar hatten die ja da mal so einen Pharao, der so eine Art Louis der 14. gewesen ist, der Meinung war, quasi die anderen Götter haben es alle nicht so drauf. Es gibt jetzt ab sofort nur noch einen Gott. Und die Idee hat sich ja später dann durchaus durchgesetzt, wenn man sich in der Weltgeschichte mal ein bisschen umguckt. Und das ist Ra, der Sonnengott. Und ich hoffe, der entsprechende Pharao müsste Tutanchamon gewesen sein. Glaube schon. Ja, der war etwas umstritten, wenn man bedenkt, dass es damals eigentlich noch so was wie eine Opposition nicht vorstellbar gewesen ist, weil Pharao ja gleich Gott und der mit über jeden Zweifel erhaben. Aber da muss es wirklich schon eine gewisse Opposition gegen den Mann gegeben haben, weil der halt die anderen Götter quasi runtergestuft hat und nur den Sonnengott da noch als einzig wahren Gott neben ihm, er ist ja der Pharao und damit auch ein Gott, akzeptiert hat. Soweit ich das jetzt weiß. Und ich hoffe, ich habe auch den richtigen Pharao dem Ganzen zugeordnet. Und wie kommt jetzt da so ein Ankh ins Spiel? Ich erinnere mich noch dran, dass ich habe da noch Bilder von Hieroglyphen im Kopf, bei denen ja, diese Sonne quasi mit so Strahlen auf die Menschen runtergeschienen ist. Also es war wirklich so dargestellt. Da unten stehen halt diese üblichen ägyptischen Figürchen, also Menschen, ne? Und dann kommt die Sonne da angeflogen und unter anderem bringt sie den Leuten dann am Sonnenstrahl hängend so ein Ankh. Und deswegen hatte man halt eben entsprechend auch diese Ankhs dabei, zum Beispiel als Kette oder ähnliches, soweit ich weiß. Und die sollten Glück bringen. Ich kriege nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen, in welcher Form. Das deckt sich aber auch mit dem, was hier entsprechend auf der Packung draufsteht, dass die Ankhs wohl irgendwelche Glücksbringer gewesen sind. Also muss der ja hier auch für was Entsprechendes gut sein. Man kann auch wohl Glück haben, wenn man die entsprechende Flasche mit dem Ankh entsprechend zelebrierend irgendwo hinhält. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Dafür ist mein Englisch echt nicht gut genug. Das läutet mir gerade noch nicht so ganz ein. Aber das werde ich noch mehr übersetzen. Und jedenfalls soll man die wohl irgendwie zelebrierend irgendwo hinhalten, bevor man sie entsprechend trinkt. So, und oh Gott, ich laber schon wieder viel zu lange, aber egal. Ich habe hier ein Glas. Und man soll ja das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit nicht zelebrieren, aber da es sich bei einem guten Single Malt ja quasi nicht wirklich um einfach einen Alkohol handelt, muss ich den nur aufbekommen, sondern das ist ja wirklich nur ein Genussmittel. Also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass sich jemand mit einem guten Single Malt mal besoffen hätte. Das macht man einfach nicht. Also man trinkt einen oder vielleicht zwei kleine Gläschen guten Single Malt. Und dann soll es vorkommen, dass es Leute gibt, die sich mit was anderem besaufen. Also ich jetzt nicht so, ich bin wirklich nicht so der große Trinker. Was ich trinke, ist mal hin und wieder einen guten Riesling. Das ist so ein Spätburgunder, mag ich auch gern. Und
Whisky. Natürlich eben nur den guten Single Malt von der Insel. Also es darf auch ein irischer sein. Oh, super mit Korken. Ha! Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Qualitätskriterium ist. Dafür bin ich nicht Experte genug, aber für mich ist das wichtig, dass die einen Korken haben. Das macht die Sache gleich nochmal vom Erlebnis her erheblich schöner. Und ja, ich möchte nochmal aus moralischen Gründen darauf hinweisen, dass man das Trinken von Alkohol nicht zelebrieren sollte, aber ich trinke jetzt auch wirklich nicht viel. Ich muss ja nachher noch ein bisschen Schokolade kaufen gehen. Aber das macht nichts, das mache ich zu Fuß. Ich habe jetzt auch kein besseres Glas. Ich hatte mal ein richtig gutes Whisky-Glas, aber boah, der riecht ja echt lecker. Also laut Packung hat der wohl falsche Seite. Single, Zimt, Lebkuchengewürz, Ginger Spice. Ich vermute mal, dass das Lebkuchengewürz sein soll. Honey with whispers of salty sea spray. Rich coffee and roasted chestnut. Oh, Chestnuts sind unsere Esskastanien. Die sind ja auch lecker. Na, da bin ich gespannt. Ich muss sagen, meine Geschmacksnerven sind leider schon etwas verdorben, aber so manchmal meine ich schon so das eine oder andere dieser Aromen, die auf der Packung stehen, rauszuschmecken. Aber oh, der riecht echt hervorragend. Ja, dann probieren wir mal. Bei Whisky ist ja auch ganz wichtig. Oh, gleich kommt's. Gleich kommt's. Wieder im Abgang. Das ist mir persönlich auch. Oh, lecker. Ach, toll. Ja, herzlichen Dank. Also mir persönlich ist gerade bei Whisky, mag ich das so gerne wieder im Abgang. Dann so richtig schön dann noch brennen kann man es nicht sagen, aber wie man ihn spürt. Im Hals quasi. Und da hat man lange was von so einem Schluck Whisky. Der ist nicht einfach mal getrunken und weg, sondern vor allen Dingen die Aromen bleiben noch lange im Mund. Und ja, also weiter zelebrieren werde ich das jetzt nicht vor der Kamera, sonst gibt es noch Ärger. Und man hat hoffentlich gesehen, das ist wirklich nur ein ganz bisschen, was ich jetzt trinke. Flasche ist auch ganz überwiegend noch voll. Also nicht, dass mir hier irgendjemand irgendwas unterstellt. Alkohol böse. Theoretisch. Also praktisch auch, aber in geringfügigsten Mengen, wenn es sich um so einen tollen Alkohol handelt, dann ist das natürlich mal in Ordnung. Ist ja auch ein Kulturgut. Also, vielen herzlichen Dank nochmal. Ich freue mich tierisch. Sorry, dass das jetzt schon wieder so ausgeufert ist, dieses Video. Und ich hoffe, ich krieg's noch hochgeladen, bevor ich morgen loslaufe. Erst müsste klappen. Macht's gut. Nochmal, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Und ich habe deinen Namen absichtlich nicht genannt, weil man weiß ja nie, ob das vielleicht im Zweifelfall ist anonym sein, glaube ich, im Internet immer eine ganz gute Idee. Ich kann ja nicht, ich habe da keine Option zu. Also, tschüss und ich laufe dann morgen los.